Was ist das für eine Schachtel? Mal sehen. Es sind auf jeden Fall Tomaten drin. Es ist, sind die Blumen drin. Soll sie jetzt das Ciambotta kochen oder was? Verstehe ich nicht. Warum? Tomaten, Aubergine, Champignon? Was soll das? Die gleichen Zutaten, mit denen Obali die Ciambotta gemacht hat. Ah, und ein Löwenzahn. Und ein Zettel ist auch dabei. Jetzt bist du dran. Ich lade mich heute Abend ins Murphy's zum Essen ein. Überrasch mich. What? Pass auf. Pass auf, sie macht aus dem Ciambotta einfach eine Butterkiam. Egal, es war lustig. Es wäre aber lustig. Herausforderung. Angenommen, Ubaldi. Was ist das für eine Schachtel? Nichts, nichts, nur ein paar Zutaten, die ich bestellt habe. Aber heute ist kein Liefertag. Es ist was Besonderes. Entschuldige, ich muss mich inspirieren. Dieses Mädchen wird jeden Tag seltsamer. Dann hat er dich also der italienischen... Dann hat dich also der Italiener zum Kochen herausgefordert? Ganz schön frech. Ja, ich werde ihm beweisen, was ich kann. Ich bin begeistert. Ich hoffe nur, es nicht zu verpatzen. Und wenn er glaubt, ich hab's nicht drauf, bin ich nervös. Jetzt wirst du gar nicht mehr aufhören, von Luca Ubaldi zu reden, was? Welche Gefühle hast du für ihn? Sag ehrlich. Ich hasse ihn, ich finde ihn sympathischer. Ich meine, hassen tue ich ihn auch irgendwie nicht. Aber eigentlich schon. Er hat ja so viel Scheiße am Drecken gehabt, sozusagen. Also, so viel Scheiße. Er hat ihr die Kunden verwehrt, sozusagen. Da kann er nicht sympathischer sein, aber jetzt soll sie aus seinem Ciambotta was kochen? Warum? Also es macht ihn auf jeden Fall sympathischer. Aber wir wissen immer noch nicht, was er will und was er kann und was er überhaupt vorhat. Ich nehme es trotzdem. Ich muss zugeben, dass ich ihn seit dem Abendessen ein bisschen sympathischer finde. Ich glaube, er ist nicht so ein Bösewicht, nur ein bisschen seltsam. Bilde ich es mir ein oder gefällt er dir? Das übertreib aber auch nicht. Er ist immer noch unerträglich arrogant. Aber bisher habe ich ihn nur als Konkurrenten angesehen. Jetzt habe ich seine menschliche Seite gesehen. Verstehe. Alles, was ich will, ist, mein Restaurant zu verteidigen. Er scheint dich als Köchin zu respektieren, wenn er schon ein Gericht von dir kosten will. Aber jetzt muss ich beweisen, dass ich auf seiner Höhe bin. Das ist ganz schön viel Druck. Nichts, dem du nicht gewachsen bist oder wärst. Ich werde ihm zeigen, dass Hausmannskost besser ist als seine hochtrabende Gerichte. Was ist eigentlich aus dem Sweet Johnny geworden? Ist der noch auf, der Laden? Oder gibt's den noch? Macht das noch Tom weiter jetzt? Oder was geht da ab? Das würde mich ja gerne mal interessieren. Weißt du schon, was du kochen wirst? Ja,
Ich werde die Zutaten im Südstaaten-Stil frittieren. Oh. Er wird es nicht glauben können. Du bist genial. Allerdings. Und so schnell ist wieder Abend. Was für ein Tag. Er hört ja gar nie auf. Ist es echt okay, dass wir hier noch weiter arbeiten? Hm? In seinem Hotelzimmer wahrscheinlich? Total okay. Ich mag es, mal die Umgebung zu wechseln. Ich verstehe dich. Als ich in Rom gelebt habe, habe ich immer in Hotels gearbeitet. Nichts entspannt mich mehr als Zimmerservice zu bestellen. Hm, ja, aber sie hat in Rom gearbeitet. Hat dieser Ubaldi nicht auch irgendwie in Rom gearbeitet? Oder in Italien auf jeden Fall? Der hat doch da ein Restaurant gehabt. Erzähl doch mal davon, Frau. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, keine Ahnung. Das ist eine Frau von Welt. Konntest du mit dem Inter-Investoren sprechen? Ja, er hat das Budget teilweise gebilligt, aber er hat noch Fragen. Gibt es was, das ihn nicht überzeugt? Er hätte gerne, dass du ihm ein paar Positionen erklärst. Er hat mir gesagt, du sollst ihn so bald wie möglich per Videoanruf kontaktieren. Ich rufe ihn sofort an. Ich habe seine Nummer in meinem Laptop. Ich bin gleich wieder da. Adams Handy läutet. Schatz, das muss seine Freundin sein. Ob ich... Hallo? Das hat die nicht gemacht. Man geht doch nicht an ein fremdes Handy. Ich bin verschreckt. Hallo? Wer spricht da? Ich rufe Adam Nolan an. Ja, das ist sein Telefon. Ich bin Celine. Ich arbeite mit ihm zusammen. Du musst Jesse sein, stimmt? Ah, Frau Himura, ja, ich bin seine Freundin. Ist er in der Nähe? Er ist gerade in einer Videobesprechung. Soll ich ihm sagen, dass er dich zurückrufen soll, sobald er fertig ist? Du stellst die Dinge klar. Du dankst ihr höflich. Du stellst die Dinge klar. Hm? Geh nie wieder an sein Handy ran. Jawohl. Ich bin mal höflich. Ich danke ihm. Nein, Entschuldigung. Ich wollte ihn nicht bei der Arbeit stören. Sag ihm nur, dass ich angerufen habe. Entschuldigung wegen der Störung. Kein Problem. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenfalls. Warum geht sie ans Handy ran? Ganz ehrlich, das war seltsam. Rate mal, was mir gerade passiert ist. Ich wollte... Erzähl's mir auf den Weg. Gehen wir. Wohin? Ich kann nicht. Ich muss das Abendessen für Ubaldi kochen. Und hast du schon daran gedacht, wie du ihn empfangen willst? Nein, ich mache kein Aperitif. Nur ein Hauptgericht. Nein, ich meine, außer dem Essen musst du auch tippitoppi sein. Was wirst du anziehen? Wir gehen jetzt zum Shoppen. Shoppen? Vergiss es. Es ist doch keine Verabredung. Natürlich ist es das. Es geht zwar um die Arbeit, aber es ist doch eine Verabredung.
Willst du mir weismachen, dass dein Aussehen unwichtig ist? Ja. Dem Typen ja. Ja, kann sein, dass... Kein Wort mehr. Los geht's. Natürlich. Ich werde mich sowieso fürs Normale entscheiden oder für gar nichts. Mal gucken. Weil wenn das Geld kostet, bin ich nicht dabei. Und schon gar nicht für 19 Diamanten, wo wir ja gerade wieder 22 bekommen haben. Das will ich für eine wichtige Antwort nehmen. Wenn das was Wichtiges ist. Und nicht für irgendwelche Klamotten. So, ich weiß nicht, welches der richtige Look für heute Abend ist. Hör auf, dich zu zieren. Und zeige mir Alternativen. Hier kommt die Modenschau. Yay! Bequem, lässig, sexy night. Wir gucken uns natürlich erstmal das Beste an. Sexy night. Funk. Ja. Ich sag mal so, ich habe schon erwähnt, dass ich nicht so der Modentyp bin. Naja, und wie wäre es mit sowas? Meine Liebe, du siehst umwerfend aus. Ja, die muss Geschmack haben, ehrlich. Ja. Nee. Tut mir leid. Wie wär's mit dem? Ich will nichts Besonderes anziehen. Boykottierst du jetzt schon den Abend? Gib mir ein bisschen Mühe. Oder gib dir ein bisschen Mühe. Warte, ich nehme noch. Ich guck mal das andere. Okay. Ja. Ich hätte ja doch lieber was anderes genommen. Ich habe dieses Modending schon erzählt, oder? Dass ich nicht so... Naja, egal. Dieses Kleid finde ich toll. Ungezwungen und elegant. Ja, und jetzt die weißen Schuhe dazu. Ja. Siehst du, kostet 19 Diamanten. Meinst du wirklich, ich soll das machen? Nein, natürlich nicht. Und das schon gar nicht. Das sieht... Nee, tut mir leid. Nein. Stark, ich würde sagen, unbesiegbar. Nein. Ich nehme was anderes, warte. Wie wär's mit denen? Ich bleibe so. Ich will nicht, dass er denkt, ich hätte mich zu sehr zurechtgemacht. Eben. Er wird eher denken, dass du dich gar nicht zurechtgemacht hast. Ja. Aber das nehme ich, tut mir leid. Das andere kostet alles Geld. Fertig, ich bleib so, wie ich bin. Möge meine Kochkunst für mich sprechen. Was für ein Glück, dass du eine gute Köchin bist. Und dafür waren die jetzt zum Klamottenladen, damit ich Diamanten ausgebe oder was. Willkommen in Sweet Mary's, wollte ich gerade sagen. Mary's Magic. Sind wir allein? Natürlich. Rezepte aussuchen geht nur auf vertraulicher Basis. Ist dein Gericht ein Staatsgeheimnis? Darauf kannst du Gift nehmen. Wenn du es spannend machen wolltest, dann ist es dir gelungen. Dann sehen wir mal, ob es schmeckt. Oder ob ich nachher einen Hamburger essen muss. Was erlaubst du dir? Nachdem du mein Essen gekostet hast, wirst du nichts anderes mehr essen wollen. Setz dich, ich serviere dir gleich. Ich serviere dir gleich, Alter, ey. Großmutter, du kochst? Wir haben doch schon geschlossen. Ich verstehe gar nichts. Ehrlich gesagt, habe ich ein besonderes Treffen mit Ubali. Ubali ist hier? Sagen wir, ich koche mit dem Feind. Ich erzähle dir später alles. Lass uns jetzt allein. Na gut, aber irgendwann wirst du mir erklären müssen, warum du das machst. Was ist los mit mir? Warum bin ich so nervös? Aber echt, ey.
ist sie wirklich. Das riecht gut. Was haben wir denn hier? Meine Großmutter hat mir als Kind immer grüne Tomaten frittiert. Es war ihre Art, mich dazu zu bringen, mehr Gemüse zu essen. Und am Ende habe ich mich in dieses Rezept verliebt. Es riecht nach meiner Kindheit. Soll das heißen, du hast meine erstklassigen Zutaten frittiert? Koste und sage mir dann, wie du es findest. Das ist unglaublich. Mit was hast du das mariniert? Die Textur ist sublim. Sublim. Das sind wieder Wörter in den Raum geschmissen, die, mit der ich nichts anfangen kann. Und du hast auch die Löwenzahnblüten frittiert. Guter Schachzug. Sagte ich doch. Wenn es in deiner Kindheit so gerochen hat, tut es mir leid, dass ich nicht dein Nachbar war. Auch ich habe Erinnerungen aus Düften, Familie und Liebe. Ich dachte, du wärst mehr ein Denker als Gefühlsmensch. Sogar wir Denker haben ein Herz. Du hast mich wirklich überrascht. Eine tolle Kombination. Meine mediterranen Zutaten passen perfekt zu deiner Südstaatenküche. Unsere beiden Stile verstehen sich gut, Frau Nachbarin. Besser als wir. Bis jetzt. Hier ist also die Magie des Marys zu Hause. Es ist nicht so beeindruckend wie deine Küche, ich weiß. Es geht nicht um den Raum, sondern darum, das richtige Werkzeug zu besitzen. Wie etwa das Messerset, das ich hier sehe. Ich beneide dich drum. Was? Er hat doch bestimmt ein besseres Messerset drüben. So wertvoll, wie sein Laden da aussieht. Komm, du hast bestimmt das Beste vom Besten in deiner Küche. Eben, sag ich ja. Danke, dass du mich in diesen besonderen Ort hineingelassen hast. Die Küche herzuzeigen ist für einen Koch, als würde er sein Herz öffnen. Meinst du? Und wie ist deine Küche? Die von hier ist nur eine Küche. Mein Herz steckt immer noch in meinem Restaurant in Rom. Aber ich habe alles verloren. Ist es jetzt traurig? Geht das hier vielleicht gerade zu weit? Es ist seltsam, aber vielleicht ist es meine einzige Gelegenheit, etwas über seine Vergangenheit zu erfahren. Ach! Nein, nein, das will ich nicht. Das will ich nicht machen. Also jetzt in einer, den Loxim weitere Informationen, nein. Du beendest den Abend. Also, ich würde jetzt die 20 nehmen, aber dann habe ich nur noch 2 Diamanten. Dann kann ich erstmal ein paar Folgen keine Entscheidung mehr machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bestimmt noch erfahren werden, was mit ihm wirklich ist, weil ich glaube, die Himura, oder wie heißt er, die mit Adam zusammenarbeitet, die kennt ihn ja anscheinend auch irgendwie. Und vielleicht wird sie noch, oder vielleicht ist sie sogar irgendwie, ich habe keine Ahnung. Also, ich kann es mir halt vorstellen, deswegen werde ich diese Entscheidung hier nicht machen. Ich werde den Abend beenden. Entschuldige, ich wollte nicht in sensibles Terrain eindringen. Lassen wir es gut sein. Lassen wir es bei der guten Kombination unserer beiden Stile bewenden.
wenden. Einverstanden. Ich freue mich sehr, hier eine Chefköchin... Chefköchin wie dich getroffen zu haben. Das Deutsche ist manchmal da nicht sehr, sehr gebräuchlich. Wer hat das bloß übersetzt, ganz ehrlich? Und dass wir über unsere Leidenschaft für die Kochkunst reden konnten. Das habe ich wirklich vermisst. Bilde ich es mir ein oder bebt gerade die Erde? Bei ihr bebt die Erde. Ja, klar. Meine Liebe, endlich. Ich muss dir unbedingt von meinem Abendessen mit Ubaldi erzählen. Es war seltsam, aber sehr inspirierend. Von angespannt bis prickelnd. Weil er so viel weiß und ich glaube, dass es ihm gefallen hat. Hey, ich wollte dir auch gerade von Ubaldi erzählen. Er macht Werbung für ein neues Gericht mit Löwenzahn. Was? Zeig her. Das ist doch die Zutat, die du ihm angeraten hast, nicht? Noch schlimmer. Es ist das komplette Gericht, das ich gestern Abend gekocht habe. Gut, dass ich die Entscheidung nicht genommen habe. Also, das ist doch wieder ein Arsch. Ich will das eigentlich nicht sagen, aber irgendwie ist der Typ sowas von arrogant. Mit Verlaub, ich muss den Chefkoch sprechen. Stehen bleiben. Ich weiß nicht, was mit Ihnen ist. Aber ich rate Ihnen, sich zu beruhigen. Lassen Sie mich vorbei. Ubaldi ist ein Dieb und wird von mir was zu hören bekommen. Reden Sie leiser. Ein Skandal kann niemand von uns brauchen. Und Chefkoch Ubaldi ist gerade beschäftigt. Er kann Sie nicht empfangen. Ihr habt überhaupt keine Skrupel. Ihr seid Kriminelle. Vom ersten Tag an habt ihr hier unlauteren Wettbewerb betrieben. Ich sagte, Sie sollten leise reden. Das werde ich nicht tun. Alle sollen wissen, dass Luca Ubaldi ein Lügner ist. Wenn Sie noch einmal so schreien, rufe ich die Polizei. Raus hier. Das ist meine Gasse, ja? Die Rothaarige. Warte mal. Die Rothaarige kenne ich auch. Also, nicht persönlich, sorry, aber ist die nicht mal mit Adam zusammen gewesen? Die ist doch auch mit dem, also ich glaube, die war mal mit Adam zusammen. Heißt sie nicht Julia oder so? Ich weiß nicht genau, wie hieß sie noch gleich. Oder ist das so eine ähnliche? Ich habe keine Ahnung. Weil sie sagt jetzt die Rothaarige. Ich glaube, die weiß auch, wer sie ist. Ich sehe schon, was mit seiner Majestät der Chefkoch beschäftigt war. War klar. Willst du ein unfaires Spiel spielen, Ubaldi? Das kann ich auch. Taxi! Da es Linda Browns Bild ist, klar. Er ist bei diesem Haus ausgestiegen. Wieso er? Sie ist bei dem Haus ausgestiegen. Was macht er da?
Er hat jemanden das Paket übergeben. Wer ist denn das? Was wird das jetzt gerade für ein Spiel, was er da macht? Also, ich verstehe das gerade nicht. Ich glaube schon, dass er bestimmt so eine traurige Geschichte hat, aber ich finde das gerade irgendwie merkwürdig von dem Typen. Keine Ahnung. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Aber die Frau... Die sieht mir sehr danach aus, als wenn das die Ex-Freundin von Adam ist. Weil ich glaube, die kennt die, oder? Ist das die? Ich weiß nicht genau. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so denkt wie ich. Oder auch nicht. Ich weiß nicht genau, aber ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Rezept für die Liebe. Ich bin damit raus. Haut rein, bis denne und ciao.